Schnell wie der Wind und kraftvoll wie ein Orkan, das ist Audis neuer TTRS, die sportliche Speerspitze der Baureihe. Sein Look geschärft und ein wenig aggressiver. Und das nicht ohne Grund. Für Vortrieb sorgt ein neues, stärkeres 5-Zylinder-Turbotriebwerk. Ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verteilt die Kraft auf alle Räder. Im Grunde ist im Innenraum nicht so viel anders als beim normalen TT. Man hat allerdings am Lenkrad hier den Start-Stopp-Knopf und hier den Drive-Select-Knopf, mit dem man dann den Fahrmodus auswählen kann. Und da, wo beim normalen TT der Start-Stopp-Knopf ist, ist hier eine Taste, mit der man den Klang des Auspuffs von normal auf sportlich einstellen kann. Die größte und merklichste Änderung beim Fahren, die haben die Ingenieure vorne unter der Haube eingebaut. Das ist nämlich der neu entwickelte 5-Zylinder-Motor mit einem deutlich verbesserten Gewicht gegenüber dem Vorgängermodell. Na und natürlich, wie sollte es auch anders sein, mehr Leistung. Denn die Ingenieure haben allein beim neuen Motor ganze 26 Kilo an Gewicht eingespart. Das kommt der Dynamik zugute. Der Roadster beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist serienmäßig bei 250 km/h abgeregelt. Auf Wunsch lässt sie sich auf 280 anheben. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, mit diesen Schaltpedals am Lenkrad manuell zu schalten. Allerdings ist das Getriebe, vor allem wenn man es auf Sport stellt, so gut abgestimmt, dass man das eigentlich nur sehr selten braucht. Allerdings muss man vorsichtig sein, denn das gute Handling in Kombination mit dem starken Motor verleitet dann natürlich dazu, dass man häufig zu schnell auf der Landstraße unterwegs ist. Mathis testet den TTRS im Umland von Madrid. Da liegt auch der Circuito de Jarama mit seinen 13 Kurven und gut 3,5 Kilometern Länge. Weil das RS bei Audi TTRS nicht für irgendwas steht, sondern für Rennsport, bin ich zur Rennstrecke Jarama gefahren, auf der in den 70er und 80er Jahren noch Formel-1-Größen wie Niki Lauda, James Hunt oder Gilles Villeneuve ihre großen Erfolge feiern konnten. Um zu testen, wie sich das Auto auf der Rennstrecke macht, steige ich jetzt um in die zweite Karosserievariante, nämlich das Coupé. So habe ich direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen sehe ich eben, wie gut er wirklich dieses RS-Gen in sich trägt. Und zum anderen habe ich den direkten Vergleich zwischen Roadster und Coupé. In 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. So schnell war der geschlossene TT noch nie. 294 kW, 44 mehr als der Vorgänger leistet der neue 5-Zylinder im Audi TTRS Coupé. Satte 480 Newtonmeter Drehmoment wirken auf Vorder- und Hinterräder. Eine Traktionskontrolle managt die maximale Beschleunigung mit minimalem Schlupf. Gerade bei so engen Kurven wie hier auf der Rennstrecke, da merkt man natürlich den unglaublich großen Bereich, in dem der Motor das maximale Drehmoment von 480 Newtonmeter zur Verfügung stellt. Das ist echt, also man kommt gut sehr schnell aus den Kurven heraus. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu schnell beschleunigt, je nach Kurve, weil man sonst schon mal ein kleines bisschen mit dem Heck auch guckt, was denn vor dem Auto los ist. Da muss man schon vorsichtig natürlich sein, aber wenn man das ESP nicht komplett deaktiviert, dann ist das Ganze eigentlich sehr gut beherrschbar und bremst einen dann auch zwar nicht zu früh, aber immer noch rechtzeitig ein. Typischer 5-Zylinder-Sound, zwei ovale Endrohre der Abgasanlage. Außerdem ziehen neue Matrix-OLED-Leuchten im 3D-Design am Heck die Blicke auf sich. Sie sind erstmals in einem Serien-Audi zu finden.
beim Audi TT RS sitzt man eben in einem Auto der ungefähr 70.000 Euro Preisklasse. Da merkt man natürlich einen Unterschied zu Supersportwagen wie Porsche 911 Turbo oder Honda NSX, die dann von der Dynamik auf der Rennstrecke nochmal eine Schippe drauflegen. Aber für ein Auto in dieser Preisklasse ist das hier auch dank des Allradantriebs des Permanenten wirklich sehr, sehr ordentlich. Natürlich hat das Coupé auf der Rennstrecke einen kleinen Vorteil. Erstmal ist er ein bisschen schneller in der Beschleunigung, aber das spielt gar nicht so die große Rolle. Nur durch das Dach ist das ganze Auto natürlich deutlich verwindungssteifer und dadurch kann man auch höhere Kurvengeschwindigkeiten erreichen. Aber in meinen Augen ist der TT RS ja hauptsächlich ein Spaßauto und da ich ihn wahrscheinlich eher nicht hauptsächlich auf der Rennstrecke bewegen würde, würde ich mich auch für den Roadster entscheiden. In Deutschland starten die Preise für das Coupé bei 66.400 Euro. Der Roadster kostet rund 3.000 Euro mehr.